Herzlich willkommen zu diesem Wochengruß. Und Daniel hat gerade frisch recherchiert und kam zu dem Ergebnis, wir haben die Kalenderwoche 19, deswegen ist es der Wochengruß 2319. Ja. Stimmt's? Eine schöne Zahl. Das gibt als Quersumme 15, als Quersumme 6. Wenn du das sagst. Damit sind wir schon direkt beim Thema Flirtseminar. Ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich hier bin. Also eigentlich bin ich gar nicht hier. Du machst eigenartige Verknüpfungen. Das passt auch sehr gut zu dem heutigen Blog oder zum heutigen Tag eigentlich, wo wir das Thema Ressourcenerweitern gemacht haben, wo man ja auch durch eigenartige Verknüpfungen so eine ganz kleine Ressource so ein bisschen rauspuzzelt und rausputzt und dann ganz plötzlich in einem Riesenmeer steht. Großartig. Genau, immer das ist großartig. Daniel Köpke, ich bin Ralf Stumpf. Und ich bin eigentlich nur hier, um heute ein kleines Video zu drehen, in dem ich erkläre, was ich in meinem Flirtseminar eigentlich mache. Wie rum drehst du das Video, nach links oder nach rechts? Nach oben. Oder in 360 Grad? Nee, nach oben. Gut. Schön. Wir sind albern, weil wir einen Block 1 des Modeling Masters hatten. Hinterher haben sie mich verarscht. Ich hatte natürlich wieder ein neues Konzept. Ich kann ja nicht immer das Gleiche machen. Also hatte ich wieder ein neues Konzept. Ich bin wie immer sowohl in den Kurs als auch in das Konzept Schock verliebt, weil es immer jedes Mal neu toll ist. Ich habe es geschafft, etwas zu machen, wovon ich nicht glaube, dass es geht. Ich habe einen kompletten ersten Block eines Masters gemacht und Strukturmodelle, Veränderungen von A nach B kein einziges Mal erwähnt. Das war unfassbar, dass das überhaupt geht. Dafür hätten wir alle logischen Ebenen, Psychographie und Spiral Dynamics. Ja. Und du armer wirst am Ende hinterher auch noch dafür verarscht. Oh. Von dir? Nee, hast du doch gerade gesagt. Ja, nee, von irgendjemandem. Nee, weil das Thema Beziehungsspiele hatten wir nämlich auch. Ja, auf eine sehr, sehr interessante, sehr anschauliche Art und Weise. Das war ja eins meiner Neu und Guts, dass sich so ganz spontan ein Beziehungsspiel in der Demo ergeben hat. Und du dann von einem Moment auf den nächsten das Konzept völlig über den Haufen geworfen hast und einfach mal transparent das gemacht stimmt hast, was nicht. Da passiert ist. Das Beziehungsspiel hat mein Konzept über den Haufen geworfen. Ja, ich konnte nichts dafür. Ja. Oh. Ich war Opfer. Ja, das ist auch schon eine bemitleidenswerte Situation, dass ganz sowas genau entsteht. Ganz genau. Und habe ich mich von der Gruppe retten lassen. Ja. Oh, so weit in die Richtung. Ja, das war schon echt cool. Aber du hast die Demo nicht richtig gemacht. Ich hab das falsch gemacht. Aber das stört mich ja nicht, dass wir es falsch machen. Das, was im Neuen Gut am Ende fast am häufigsten als das Tolle von diesem Blog erwähnt wurde, war echt die Demo, die schief ging. Also die Demo, wo halt genau was anderes rauskam, als ich eigentlich zeigen wollte. Und das finde ich dann auch schon ein Qualitätsmerkmal. Es geht was schief und alle finden es toll, wie man damit umgeht. Das hat aber schon Keith Johnson gesagt. Die Leute sind am liebsten auf der Bühne, wenn andere Menschen Fehler machen und dabei glücklich sind. Naja, und das hattest du ja, glaube ich, auch mal utilisiert oder mal modelliert von Gunther Schmidt, dass eigentlich einer seiner Kernqualität das Utilisieren ist. Also einfach das, was da ist und das, was gerade passiert, so zu nutzen, dass man irgendwie eine Ressource draus macht. Die Blumen. Genau. Genau. Weil wir haben ja Spiral Dynamic ziemlich viel drin. Wir haben Beige, wir haben Purpur. Auch Rot ist ein bisschen schwierig, dafür kommt aber dann auch gar kein Blau, noch nicht mal das Band ist blau, aber dafür sehr kommt viel Grün. Kommt irgendwann noch Weiß in Spiral Dynamic eigentlich? Ja, wahrscheinlich. Ist ganz oben bestimmt, oder? Wahrscheinlich. Ich habe, um jetzt hier mal wieder ein bisschen in die Ordnung und Struktur zu kommen, letzte Woche gab es zum ersten Mal zwei Podcast-Folgen an einem Dienstag, der, glaube ich, 62er und 63er über Spiral Dynamics. Es gibt auch eine Geschichte dazu, warum es zu dem kam und warum es zwei Folgen sind. Das sage ich aber in der ersten Folge. Und jetzt am Übermorgen kommt Teil 3 raus. Das heißt, ich mache jetzt gerade eine komplette Serie über die Tiefen von Spiral Dynamics. Wobei wir auch mal wieder einen Podcast machen sollten. Irgendwann in drei, vier Wochen. In 2, 3, 4 Wochen machen wir gerne mal wieder. Genau. Im Studio Jablonski war letzte Woche Dagmar mit Brandon Bates, The Journey. Das wollte ich mir unbedingt auch noch angucken. Ja, ist noch online bis Donnerstag. Nächsten Donnerstag ist Caroline
mit, glaube ich, wie man Konflikte klärt, mit Psychografie, wenn ich mich nicht erinnere. Dann kommst, glaube ich, du. Dann komme ich mit Sleight of Mouth und dann kommst wieder du. Das war der Studio Jablonski-Teil. Newsletter geht im Augenblick um Practitioner, Grundtechniken und da sind wir momentan in Sprache. Die aktuelle Folge geht über Verschwörungstheorien. Warum guckst du da so lustig? Ich finde es immer witzig. Also sich solche Sachen zu überlegen, in welchen Modellen Menschen denken. Und das sagst du ja auch in dem Newsletter, dass es da häufig irgendwie um die Auswirkungen geht, die halt so ein, oder nee, hast du, glaube ich, in dem Newsletter nicht erwähnt, aber in dem Master jetzt ging es, glaube ich, darum, dass es ja ganz viele Verschwörungstheorien auch gibt, die eine sehr überzeugende Argumentation haben, aber wenn man dann mal reingeht, dann was macht das denn eigentlich gefühlsmäßig, sowas zu glauben? Oft die Frage ist auch, will ich sowas glauben? Genau, es erklärt die Welt, aber es erklärt eine Welt, in der man eigentlich oft gar nicht leben wollen täte. Genau, das war das. Podcast, Studio Jablonski, Newsletter. Ah, morgen endet der Frühbucherpreis fürs Trainertraining. Das ist auch ganz wichtig, der beste Frühbucherpreis fürs Trainertraining. Das hatten wir jetzt hier auch gerade im Master als Thema. Also Trainer kannst du, wenn du möchtest, teilnehmen. Von mir aus auch, wenn du nur Practitioner oder wenn du gar nichts bist. Wir hatten letztes Jahr, da warst du, glaube ich, dabei, ja, im Trainer Judith mit dabei, mit der ich auch dann einen Podcast gemacht habe. Die Lehrerin, die hatte noch nicht mal Practitioner. Und ist problemlos mitgekommen im Trainertraining, weil wir halt ganz viel Präsentationstechniken machen. Es kommt ein Tag Stimmtraining, es geht darum, wie man Visualisierungen macht. Es ist ja nicht die Fortsetzung des Masters, es ist ja, wie man präsentiert. Und es gab einen Tag, da ging es massiv um NLP, da habe ich Judith halt gesagt, setz dich hin, lass dich verwöhnen, verarbeite es in Trance. Und sie fand es, glaube ich, auch ganz schön. Und selbst in der Präsentation hat sie halt NLP-ähnliche Inhalte dann präsentiert in der Abschlusspräsentation. Was ja auch logisch ist, nachdem ja NLP abmodelliert ist vom Leben und von anderen Sachen, dass halt Leute, die bewusst leben, natürlich im NLP ganz viel wiederfinden und von daher passt das schon. Natürlich richtet sich der Trainer primär an Master, aber es sollte kein Grund sein, dass man das in dem Fall nicht macht. Also da ist Montag der Preissprung. Vom Wochenend-Practitioner Master gibt es im Augenblick noch 12 für 10. Also wer jetzt noch einsteigt, ist ja bis zum Ende dabei. Es kam auch ganz oft die Frage, warum ich mit den Wochenendkursen aufhöre. Die Leute vermuten die schrecklichsten Dinge. Dabei ist einfach nur so, ich will was Neues anbieten und brauche halt Platz dafür. Und damit ich was Neues anbieten kann, muss was Altes raus. Und sorry, ich wollte dich auf dich deuten. Damit ich was Neues anbieten kann, muss was Altes raus. Ach du, ich fühle mich bei was Alten jetzt noch nicht so angesprochen. Dann ist gut. Ja. Also damit ich was Neues anbieten kann, muss was Altes raus. Ich mache das wegen der Timeline, verstehst du? Ja, ja. Zukunft und Vergangenheit. Ja. Das ist das Ganze. Und genau deswegen endet das modulare Konzept. Und damit habe ich, glaube ich, alles vermeldet. Montagabend ist noch das erste echte Treffen der Storycode-Gruppe. Aber das ist ja sozusagen nur intern. Andererseits, ich glaube, hier hören viele zu. Die gehören zur Community. Also Montagabend, 19 Uhr, auf Zoom an der üblichen Stelle, gibt es das erste Storycode-Webinar. Und wir analysieren Tarzan, den Film von Disney, nach dem Muster der Heldenreise. Fehlt was? Nö, ich glaube, wir haben dann alles. Glaube ich auch. Dann machen wir traditionell so, ich winke, du stoppst. Ja. Und das war's. Dankeschön. Tschüss.